So Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ziemlich raus, weil ich schon lange kein Video mehr gemacht habe. Beziehungsweise so lange ist da gar nicht her. Why the fuck you lying? Ich weiß nicht, ich hoffe es geht einigermaßen bei mir. Weil ich da nicht so der Typ dafür bin, aber es bietet sich halt gerade an. Also, auf Insta war eine Abstimmung. Da hat die XC 95:5 glaube ich gewonnen. Danach kam mein Auto mit 80:10, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und dann kam die DT mit dem Motor. Das heißt, jetzt gibt es ein Video von der AXC, aber das ist jetzt erstmal so ein Infovideo, bevor es wieder richtig losgeht. Schon mal vorab, sorry, hier sieht es aus wie Sau. Und meine AXC sieht aus wie Sau. Die stand jetzt ein Jahr lang oder so. Das tut mir eigentlich auch echt leid, aber man kommt halt nicht mehr dazu, Arbeit und das ganze Zeug. Deswegen. Habe ja schon mal ein Video gemacht, was ich alles mit ihr machen will und dass ich sie wieder schön machen will. Kann ich mal die Kamera anmachen. Ich habe auf jeden Fall einige Sachen da, ich zeige sie nur kurz, weil das wird dann auch eine kleine Überraschung. Und ja, ein bisschen Ranz muss bleiben, das finde ich eigentlich gut. Da habe ich nichts dagegen, das, ja. So, die große Frage ist natürlich, ob sie läuft. Das werden wir aber nachher gucken. Deswegen, wie gesagt, sie stand ein Jahr lang. Eigentlich lief sie immer an, aber jetzt ist halt Sprit alt. Und alles steht schon eine Weile. Das heißt, wenn sie nicht anläuft, machen wir eine Fehlersuche, warum sie nicht läuft. Und wenn sie läuft, dann werden wir. Und wenn sie läuft, dann fahren wir eine Runde. Also könnt ihr ein bisschen gespannt bleiben. So, noch kurz zwischenrein. Viele kennen mich ja vielleicht gar nicht oder kennen meine Geschichte nicht. Damals, 2017, ging es bei mir ziemlich rund eigentlich auf YouTube. Da lief alles ziemlich geil, eigentlich so wie es. Ja, egal. Dann Ende 2017, ich glaube Oktober war es, kam dann die Polizei mit einer Hausdurchsuchung. Kurz erzählt, ich war unterwegs, hab meinen Vater angerufen, dann hat er gesagt, Polizei ist da, komm her, bla bla bla, Hausdurchsuchung, standen die hier mit 3-4 Polizeiwägen und mit meinen Gegenständen, das heißt, das Haus von meinem Vater, von meiner Mutter wurde durchsucht, es wurde alles mitgenommen, also alle Sachen, wo irgendein Speicher drauf sein könnte, irgendwelche Daten, das heißt PC, Laptops, Xbox, Speicherkarten, alles mögliche, wirklich alles mögliche, Handy, alles war weg. Das Verfahren ging dann 2,5 Jahre lang und 2,5 Jahre lang war mein Motorrad bei der Polizei. Ja, das hat mich so ziemlich zerstört, eigentlich die ganze Sache, hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist jetzt für mich eigentlich auch ein bisschen hart, aber ja, es war trotzdem meine Schuld. Trotzdem finde ich, es war viel übertrieben und das Problem war an der ganzen Sache, ich hatte ja halt über 2 Terabyte Filmmaterial. Das heißt, alle Kollegen, alle Kumpels und Kumpels von, keine Ahnung von wem, wurden halt wegen mir hochgenommen. Und für mich war das auch nicht einfach, weil ich dann so gesagt der Arsch war. Tut mir immer noch leid, aber gut, jeder war selber schuld, dass er da irgendwas gemacht hat. End vom Lied habe ich glaube noch nicht erzählt. Erzähle ich beim nächsten Video. Ich werde dann ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was jetzt bei mir wirklich die Strafe war. Vielleicht habe ich es auch schon gesagt, aber es wird jetzt mal Zeit, dass ich endlich alles erzähle. War eine Riesengeschichte. Hat mir so gesagt meine Motivation geraubt und jetzt stehe ich hier 5-6 Jahre später und ja, habe immer noch einige Abonnenten, die darauf warten, endlich so ein Video zu sehen, wo ich endlich mal sage, was war. Und das werde ich dann noch bekommen. Ich will jetzt nur endlich mal wieder normalen Content bringen, dass ihr mal wieder was zu sehen habt. Ja, das war's jetzt mal zwischendurch. Jetzt geht's weiter. Ich werde sie auf jeden Fall wieder umbauen auf Enduro, auf Supermoto und dann werde ich das Vollgutachten machen lassen, das heißt, ich muss sie komplett original zurückbauen, dass ich eben das Vollgutachten machen kann. Das heißt, zum TÜV komplett drosseln und so, alles umbauen, ist auch kein Problem, aber Lust habe ich da trotzdem nicht und dann werden wir mal eine Runde fahren, dann wird sie angemeldet irgendwann.
Mal gucken und dann fahren wir eine Runde. Hängt mir noch alles ziemlich im Nacken, aber so ist halt. Umfrage auf Insta. Mein Auto war ja als zweites gefragt. Das heißt, die nächsten Videos, da wird wahrscheinlich mein Auto kommen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Ich kann euch ja mal so ein paar Sachen einblenden, die ihr werdet da als... Egal, ich blende euch ein paar Sachen ein. So viel wird von dem Auto auch nicht mehr kommen. Wahrscheinlich, wenn ich sehe, ihr habt da Bock drauf. Das ist ein komplett anderer Content. Aber ich war eh schon immer eher mehr autofixiert. Ja, mal gucken. Sieht man ja dann, wie es ankommt. Ich hoffe einfach, ich bekomme es jetzt die nächste Zeit mehr hin, Videos zu drehen. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt einfach so gekommen ist. Und ich hoffe, das gefällt euch. Und ich hoffe, es gefällt euch so, wenn ich vor der Kamera rede. Habe ich früher ab und zu gemacht, aber für mich ist das noch nicht so einfach. Auch da immer eine Weile, bis ich da drin bin. Aber ich will auf jeden Fall wieder Motovlogs bringen. Das heißt, die TT muss ich jetzt endlich mal wieder zusammenbauen. Die steht da hinten, stammelt vor sich her. Schon ein bisschen traurig. Aber egal. Ja, was soll ich sagen? Hast du noch Fragen? Frag irgendwas. Ja, was soll ich dich fragen? Hast du es vermisst, Videos zu machen? Ja, eigentlich immer. Aber irgendwann hat halt einfach, also früher habe ich das so gern gemacht, einfach aufs Moped drauf und gelabert. Aber das ist halt jetzt gerade momentan nicht so möglich. Und ich will halt, ich denke immer drüber nach, wenn ich jetzt irgendein Moped von jemand anders fahre, denke ich mir, das wollt ihr eigentlich gar nicht sehen, ihr wollt die XC sehen. Aber das ist auch wieder so ein bisschen falsch, weil viele schreiben immer, ja egal, mach irgendwelche Videos. Das ist aber noch nicht so ganz in meinem Kopf drin. In meinem Kopf ist halt nur EXC. Ihr wollt die EXC sehen, aber ihr werdet auch EXC jetzt sehen. Aber wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, mich labern zu hören mit anderen oder irgendwas, ja, schreibt es in die Kommentare, weil das fehlt mir so ein bisschen die, wie sagt man? Der kleine, Push. Den Push, der fehlt mir einfach. Den trinkt ihr zwar immer wieder, aber dann gibt es immer wieder eine Phase, dann fliege ich wieder zurück und dann... Ich würde schon gern wieder Videos machen wie früher. Das wird nicht mehr wirklich passieren, aber man kann ja schon einiges ändern. Und ich hoffe einfach, ihr kommt ein bisschen mehr auch bei mir auf das Autothema. Autothema, also schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, meine Emotionen und meine Motivation wieder zu finden. Hier. Dass meine Videos auch endlich wieder anschaulich werden, weil ich finde meine letzten Videos, die fand ich nicht so gut. Ich finde auch mittlerweile meine Videos von früher nicht so gut. Ich würde gern vieles besser machen, aber ob ich das muss, das müsst ihr entscheiden. Ich weiß einfach mittlerweile nicht mehr weiter, keine Ahnung. Ich vermisse die Zeit früher, aber man wird halt auch älter, das muss man auch bedenken. Und ihr werdet auch älter, ihr wollt auch andere Sachen sehen. Ich verliere halt so langsam gerade meinen Faden. Deswegen jetzt einfach mal ein Video, es geht jetzt weiter und ich würde sagen, das war's jetzt, sonst wird es wieder ewig lang. Lieber bringe ich ein paar mehr Videos, ihr habt mehr zu sehen. In dem Video gab es jetzt zwar nicht viel Technisches, aber ist auch nicht so schlimm, dafür im nächsten. Das heißt, seid gespannt. Auf Insta werdet ihr auf jeden Fall immer aktiv bleiben, wenn ihr mich verfolgt, was jetzt gerade kommen wird. Und mein Merch gibt es auch noch zu kaufen, wenn ihr wollt. Ja. Dabei könnt ihr mich ein bisschen unterstützen. Macht einfach, was ihr wollt. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, ob sie läuft. Aber das werden wir im nächsten Video machen. Das heißt, seid gespannt. Und wenn sie läuft, werden wir auch fahren. Da habe ich Bock drauf. Auf jeden Fall alles legal. So wie immer. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt aktiv und guckt auf Insta vorbei. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr das feiert. Ich vor der Kamera und